So, da bin ich auch. Der Marc von Pilsen Stilowin. Hallo, grüße euch. Und das ist die Hanna. Hallo, Hanna. Und die Hanna schaut immer beim Einschlafen deine YouTube-Videos. Das finde ich ja echt süß. Beruhig dich das, oder fühlt dich das nicht auf? Dass du denkst, so, das ist interessant. Wirklich? Immer wieder. Also auch, wenn du schon 10-mal mit Nase oder Bauch gesehen hast. Ja. Weil jeder Kunde anders ist, ne? Ja. Ich habe letztens auch mal gefragt, ja, deine Videos, die werden ja fad und man schaut dir doch sicherlich keiner mehr meine Videos an, hat mir letztens jemand gesagt. Und dann habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht, weil ich bin zwar irgendwie immer der Gleiche, aber meine Kunden sind immer anders. Und letztlich, das ist halt das, was es so ein bisschen ausmacht. Die eine, man hat ja immer jemanden, denkt man, ach, die sind so wie ich. Und dann identifiziert man sich damit, dann tut man sich vielleicht leichter und nimmt an die Angst vom Stechen und so weiter. So, dann dreh dich mal zu mir. Jana war schon bei mir für den Nasenpiercing stechen. Ich habe sie gerade schon schimpfen müssen, wenn man jetzt denkt, na, was hat die an der Nase, ja? Das ist ein Ohrring, ja, und das ist natürlich, das sehe ich gar nicht gern. Ich hatte gleich schon mal einen drüber gekriegt, jetzt noch mal ein Video. Weil Ohrringe, wenn die lange drin bleiben, die entzünden die Piercings fürchterlich. Meistens färben sie aus, dann kriegst du diese schwarzen Punkte. Das kann man sagen, gut, die hat Sommersprossen, das fällt eh nicht auf. Aber ich würde mir das trotzdem nicht antun, wenn ich du wäre. Also bitte, bitte mach das bald raus. Warum ist es überhaupt drin? Hast du es verloren, das andere oder was? Ja. Aber wie lange hast du das Nasenpiercing schon? Seit 3 Tagen. Und wann hast du es gestochen? Am 27. Dezember. Also schon ein halbes Jahr? Ja. Ja, dann unbedingt noch nachher. Bald wieder daheim. So. Gut, dann zeichnen wir es mal an. Nabelform wäre hier eigentlich sehr, sehr schön, sehr gleichmäßig. Der Nabelbogen, der schlitzt schön gerade. Also mal so nah, wenn man sagt, Mensch, der macht mal wieder Spaß zu piercen. Also ich pierce alle Nabel gerne oder alle Nabel gerne. Aber es gibt halt welche, die sind wirklich so schwieriger. Da muss man sich echt überlegen, wie sticht man ihn. Da sagen auch viele Schüler, das kann man nicht stechen. Ich kann bis jetzt jeden Nabel stechen, den ich zähle in meinem Leben. Selbst nach Nabel-OPs oder Neubildungen und Neukonstruktionen haben wir es auch gemacht. Aber deiner ist so wie aus dem Bilderbuch so richtig schön, klack, rund, Schlitz drin, tschüss. Den kann man richtig easy cheesy stechen. Machen wir jetzt mal. So, ich zähle mir das wieder an, wie immer. Schön gerade natürlich das Ganze. Und was machst du so? Ja. So, Schule oder? Eine Schule jetzt. Was für eine Schule? Im 17. ist eine Bundesfachschule. Was für eine Fachschule? Bundesfachschule. Was lernt man da? Als Sozial. Okay. Das klingt sehr begeistert, oder? Nein. Ja, meine ich ja. Macht keinen Bock. Nein, finde ich. Warum machst du das? Ich muss. Wer sagt das? Meine Mutter aus. Was sollst du machen? Ja. Dass du was Gescheites wirst aus dir, aus dem Mädel. Na, aus dir wird schon was Gescheites. Was würdest du denn am liebsten machen, wenn du machen willst, was du willst? Wolltest du? Und das darfst du nicht? Ab 18 erst die Ausbildung. Darf man erst ab 18 anfangen, ja, oder? Na gut, klar, wenn dann. Das ist ja bedingt. Willst du es noch machen? Ja. Und warum jetzt? Die Leute sollen nicht rannehmen. So, komm mal her hier, Freundchen. Nein, ich möchte unbedingt die Hundestaffel machen. Okay. Aber es ist schwer, glaube ich. Ja. Hundestaffel, ihr wollen irgendwie alle rein und keiner, also das schaffen nicht keiner, klar, aber wenig, glaube ich. Das ist, ja gut, das ist dein Ziel. Magst du gern Hunde? Ja. Hast du einen? Mit Hunden aufwachsen. Habt ihr auch nicht mehr. Nicht mehr. Naja, kannst du wieder einen anlegen irgendwann. Schau es dir im Spiegel mal an. Also, erster Punkt ist oben, schön im Nabel drin. Unterer Punkt ist da unten drin. Und das Ganze eben von oben nach unten gestochen, 10 mm Länge. Eigentlich passt das sehr gut so. Machen wir so. So, gut. Dann werden wir dich mal hinlegen und dann werden wir das Ganze im Liegen stechen. Du hast ja schon ein paar Videos gesehen. Ja. Bin mal gespannt, was du sagst vom Schmerz. Würdest du sagen, es tut weh oder nicht, ja, wenn man die Videos so anschaut? Nein. Tut nicht weh. Nicht. Eher nicht, ne? Nein, es tut auch nicht so weh. Also, wenn man sie eines Positiven überraschen und nicht negativ. Dann darfst du die mal herlegen, Hanna. So, ist mal hinten vorbei. Genau. Ups, bitteschön, nimm Platz. So, Hanna legt sie dann nieder. So, das schaut jetzt eh schon die Polizei, ne? Ich wusste, die holen dich da ab als Rekruten. Nimm sie damit. So, okidoki. Dann haben wir einen weißen Glitzerstein. Das sieht dann so aus. Aber das ist eh weiß, oder? Was ist der rosa oder hellblau? Blau. Blau ist hier kein Problem. Wir haben ja alles da. Tada! Blau. Bleibt bei Blau? Ja. Ja? Gut, okay. Los geht's. Ich ziehe die Kamera um, ziehe meine sterilen Handschuhe an. Ich packe jetzt noch kurz unsere Zangen aus und die Nadeln und alles, wie ihr das gewöhnt seid. Und dann stechen wir das Ganze. Ist das bauchfrei, das Leiberl, oder nicht? Nein, das ist. Nur hochknüllt jetzt. Okay. Ja, es geht mir darum, ob ich ein Pflaster noch brauche zum Zukleben nachher oder nicht. Okay, also, let's go.
So, jetzt sind wir wieder online. Ich habe mal die Kameraperspektive verändert bei dir. Also ganz tief, da sieht man mal ein bisschen mehr, weil die wahrscheinlich mit den Leuten schon langsam fahrt, wenn sie das immer so von oben sehen. Da sieht man immer die Finger von dir. Immer? Ja. Ja, aber nicht, also nee, beim Bauch nicht, oder? Beim Bauch sieht man recht viel. Ja, also das ist ja selber letztlich auch so, ich weiß schon, dass teilweise auch meine Hände drauf sind oder so, aber letztlich kann ich natürlich, wenn ich, so wie wir es machen mit dem Stativ und allem, ist es recht schwer, sage ich mal, dann auch noch alles perfekt drauf zu haben. Da brauche ich jetzt noch einen Kameramann, der hier rumspringt, aber das wäre dann einfach eine Person zu viel, vor allem wird der mir, gehen die mir dann natürlich bedingt auf den Nerven, die dann da mit ihren Fingern oder Händen noch um mich rum vorwerken. Und ich, letztlich sind wir ein Piercing-Studio, kein Filmstudio. Und mir geht es wirklich immer darum, wenn du dafür zahlst, dass du dann auch wirklich das perfekte Ergebnis kriegst und den perfekten Stich. Und nicht ich das perfekte Video oder die Zuschauer. Weil, was bringt es, wenn wir das Close-Up haben und dann sagt man, oh, voll verstochen, scheiße. Ja. Aber dafür haben wir es super drauf gehabt. Ja? Das Ziel soll sein, ein tolles Piercing zu stechen und die Zuschauer sind eh genug. Aber ich versuche immer, denk mir auch immer, wenn die Leute, also nicht so falsch verstehen, wenn ich ein Piercing filme, überlege ich mir immer auch, wie kann ich es am besten filmen. Jetzt zum Beispiel, klar, ist natürlich beide Hände, logisch, aber ich kann sie nicht zuschrauben, wenn ich es jetzt nicht unten halte. Und das ist also nicht so spektakulär. Ich überlege mir dann schon immer in der Tat, wo kannst du die Kamera am besten hinmachen. Aber oft, sage ich mal, muss ich halt dann die Entscheidung treffen, sicher stechen, qualitativ hochwertig oder gut filmen. Und dann nehme ich immer das gute Stechen. Klar. Jetzt springen mir die Kunden nachher ins Gesicht. So, wie fühlst du dich? Gut. Kreislauf ist okay? Ja. War es jetzt schlimm? Nein. Was war schlimmer, Nase oder Bauch? Nase. Schon? Ja, siehst du. Das hätte ich auch immer so gesagt. Also das hätte ich auch immer so bekannt gegeben, dass die Nase, glaube ich, schlimmer ist. So, Hanna, dann darfst du aufstehen. Und dann schauen wir, wie das Ganze ist, wenn du dich vor den Spiegel stellst. Gucken wir mal. So, bitteschön, wie ist es? Geil. Schön. Ist auch schön. Ich tue es dir noch rausdrücken einmal. Das ist nämlich immer, wenn die Leute aufstehen, dann ist es so ein bisschen nach innen liegend. Und wenn man dann einmal dagegen drückt, kann ich mir erst mal die Handschuhe desinfizieren. So, einmal so. Dann kommt es einfach noch ein bisschen schöner raus. Jetzt liegt es noch schöner drin. Von der Pflege her, du tust bitte vorne den Spray und Gel nehmen, sprüh dir bitte den Spray außen drauf, das kennst du vielleicht noch vom Nasenpiercing, 2-3 Sprühstöße einfach auf den Bauchnabel drauf geben. Dann nimmst du bitte 30 Sekunden Einwirkzeit. Nee, erstmal 30 Sekunden einwirken lassen, den Spray. Zum Reinigen nimmst du dann eine Küchenrolle. Die Küchenrolle kannst du entweder zusammendrehen oder ein bisschen zusammendrehen, aber oder so eine kleine Spitze machen, einsprühen ein bisschen, dann kannst du den Innennabel drin hier putzen. Oben und unten kannst du auch schön drumherum putzen, dass es sauber ist. Zum Schluss nimmst du dann das Pendelin Gel, vollkommen richtig, einen Tropfen auf den Finger, Stecknadelkopf groß, in die Mitte schmieren, oben darum herum und unten in die Nabelränder hin. Nicht unten in die Nabel so reinputzen, das wollen wir nicht. Ja, also diese Bewegung ist schlecht. Das kann man vielleicht irgendwann mal einmal im Monat machen, aber nicht jeden Tag für die Heilung, für die Pflege. Das ist schlecht, weil das ziehst du viel zu viel am Nabelpiercing dran. Und das ist eigentlich alles, was du machen sollst, also mehr ist es nicht. Die nächsten 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag, 6 Wochen insgesamt. Und in 6 Wochen bist du wieder hier, dann kontrollieren wir es und wechseln es aus. Nasenpiercing kriegst du selber rein oder soll ich dir das nochmal anschneiden? Das kann ich. Sicher? Ja. Gut. Bitte, bitte versprich mir, dass du es bald machst, weil die Gefahr ist wirklich bei so einem Ohrring, dass dir das einwächst, zugeht und dann stehst du daheim und dann kriegst du den scheiß Ohrring nicht mehr rein, nicht mehr raus und vor allem das Nasenpiercing auch nicht mehr rein und raus. Wenn sowas passiert, Ohrring wieder reinstecken, zu mir kommen, dann dehne ich dir das auf, ist kein Problem. Aber bitte besser schnell als später handeln, okay? Schwimmen gehen, Dampfbazularium und Sauna, 3 Wochen verboten. Ja. Wenn du ins Meerwasser gehst, das wäre erlaubt eigentlich sofort. Pools, Flüsse und Seen, also eigene Pools ist nach einer Woche ungefähr. Öffentliche Bäder und sowas würde ich auf jeden Fall 3 Wochen nicht reingehen. Mhm. Ja? Haare färben machst du glaube ich eh nicht, wenn beim Friseur. Sonst hast du Fragen? Ja. Gut, dann darfst du eigentlich wieder alles zusammenpacken. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und der Hanna danke fürs Filmen. Ja, zum Einschlafen. Irgendwann wirst du einschlafen mit deinem eigenen YouTube-Video, ist auch cool, oder? Hat mich gefreut, dass du da warst. Dankeschön. Ihr denkt dran, liked und abonniert uns und empfehlt uns bitte weiter, ja? Dass unser Kanal sich weiter so guten Rezensionen oder auch Feedback von euch erfreut. Würde mich freuen. Bis bald. Ciao.